So, es liegt eine Störung an. Im Display ist erkennbar, ohne Last. Im ersten Fall quittieren. Somit ist der Fehler quittiert, Steuerung ist vorerst außer Betrieb. Was bedeutet ohne Last? Kann viele Ursachen haben. Bei Inbetriebnahme zum Beispiel kann es sein, dass eine Kabelklemme nicht richtig aufgelegt ist. Also im wichtigen Fall Kabelklemmen nachziehen und prüfen. Natürlich kann auch ein Kabel gar nicht aufgelegt sein. Das kann auch passieren, gerade bei Gewerkübergabe zum nächsten. In dem Fall hier kann auch sein, wenn das Teil länger in Betrieb ist, die Pumpe länger schon in Nutzung ist, dass sich irgendwo ein Kabel durchgescheuert hat, dass es irgendwo durchgerieben wurde. Oder natürlich auch die Pumpe ist defekt, Wicklungsschaden und die Energie geht da verloren. Unsere Steuerung hat im Menü, ich gehe mal ein bisschen nach rechts, ich schaue mal um, den maximalen Strom der Pumpe. Das heißt, wir können einstellen, wie viel Strom die Pumpe im Normalfall zieht, sozusagen den Nennstrom der Pumpe. Sollte die Pumpe keinen Strom ziehen, das heißt auf Deutsch, sie nutzt keine Energie, wir haben keinen Stromverbrauch, der im Display angezeigt wird, wird sie nach einiger Zeit auf Störung gehen. Das heißt, der Schutz intern ist angezogen, aber die Pumpe nimmt keine Energie auf. Deswegen auch hier erstmal quittieren, Anlage stromlos machen und in dem Fall natürlich dann die Pumpe anschauen, die Kabellage anschauen und gucken, ob alles okay ist oder nicht. Nach dem Beheben auch wieder Fehler quittieren und dann läuft die Pumpe wie vorher ohne Probleme.